Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, es ist gerade noch sehr früh am Morgen und ich nutze die Möglichkeit, mal schnell noch ein Video zu machen. Und zwar haben wir ja eigentlich schon ein Video gemacht zu der China Capture Karte. Das habe ich mit dem Laptop auf OBS gemacht und habe jetzt hier einfach mal Streamlabs OBS geöffnet und habe euch das nochmal in Streamlabs OBS gemacht. Ich habe es ein bisschen anders gemacht als der normale Aufbau. Normalerweise geht der HDMI in die China Capture Karte rein. Der HDMI, der rausgeht, geht zum Bildschirm und der USB zum PC, damit wir dann über die Software, jetzt hier Streamlabs OBS, das Bild haben. Das ist das praktisch auf der Seite. Ich habe es jetzt so gemacht, dass der HDMI, der rausgeht, nicht zum Monitor geht, sondern in meine Avamedia. Das ist die da unten. Ja, und dass ich euch die mit denen vergleichen kann. Das ist eine Capture-Karte für unter 100 €. Das ist eine Capture-Karte für 250. Ja, die machen jetzt beide, so wie ihr seht, ein echt sehr gutes Bild. Ich habe die jetzt überhaupt nicht eingestellt. Ich habe wirklich die Standardeinstellungen. Ich habe das halt nur auf, das hier, auf 1080p. Wartet mal, ich. Capture-Karte. Ja, 1080p. Höher kann ich es nicht machen. Also wir haben dann die Möglichkeit 1080p, 1440 zu 900, 1440 zu 900 und dann halt noch kleine 720p und ganz kleine, was uns eigentlich nicht interessiert. Bei FPS habe ich höchstmögliche FPS, Videoformat beliebig, Farbraum Standard, also alles komplett Standardeinstellung, genauso wie bei der Avamedia. Bei der Avamedia habe ich aber der einzige Unterschied, da habe ich den Codec drinne, also Videoformat NV12. Das ist von der Grafikkarte und nicht vom PC. Das werden wir jetzt hier gleich nochmal umschalten. Wenn wir jetzt auf X habe XRGB oder warte mal, da lassen wir mal noch, bis wir das nachher gemacht haben, dass ich euch mal die Unterschiede zeigen kann. Im Grunde sind es beide gute Capture-Karten. Aber dass die für 250 € natürlich ein Ticken besser ist, brauche ich euch nicht erzählen. Schärfe ist beides gleich. Ich werde die gleich auch mal groß ziehen. Zeige euch jetzt nur mal, wo der Unterschied ist. Ach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir. Ist jetzt, glaube ich, ohne Ton, glaube ich, ja. Lautsprecher, Realtek High Definition. Müssten wir jetzt auch Ton haben. Von der China Capture Karte haben wir jetzt, glaube ich, keinen Ton, weil das Audio habe ich nicht eingebunden. Automatisch heißt das halt HDR. Und da seht ihr schon, dass es oben bei der China Capture Karte etwas dunkler wird. Die Avamedia braucht jetzt noch ein bisschen was. Warum auch immer. Ja, ich bin jetzt halt nicht direkt an der Avamedia dran. Ne? Da kann es wahrscheinlich gerade ein bisschen Probleme geben. Normalerweise hat die Avamedia dann nur Bild, aber ich weiß nicht, warum die jetzt gerade. Jetzt. Ja, weil es halt ein bisschen Umweg ist, deswegen war das halt so mal ein bisschen in Kauf nehmen. Ja, weil es halt nicht die PlayStation direkt an der Avamedia dran ist, sonst hätte ich das nicht. Und da seht ihr schon, dass hier oben die vom Bild leicht ja, dunkler ist. Ein bisschen grünlich, milchig. Das ist halt wegen HDR. Und so ist es dann halt auch in den Spielen. So brauchen wir jetzt auch kein Spiel starten. Nicht Ton. Weil das habe ich ja schon gezeigt. Das ist
Mache euch den Teststream auch mal rein, aber ohne HDR funktioniert das super. Wir haben aber hier halt natürlich auch, wie gesagt, nur eine Ausgabe von 1080p bei der China-Karte. Unten die Avamedia, die ist auf 4K. Und dadurch, dass die direkt am PC dran ist, also onboard, nicht über USB, und weil es eine teurere Karte ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, HDR zu nutzen. Also mit dem eigenen Programm. In Streamlabs OBS wird HDR nicht unterstützt. Früher hatten man, naja, bis vor einem Jahr oder so war das noch so, da sah das bei Streamlabs OBS mit der Avamedia genauso aus wie hier. Da hatten sie auch nicht, wenn ich mit der PlayStation 4, nee, vor 2 Jahren, tut mir leid, vor 2 Jahren war das etwa, da hatten man dann immer noch so die Probleme gehabt, dass die Avamedia zwar 4K HDR kann, aber Streamlabs OBS nicht. Und Streamlabs OBS hat jetzt seit 2 Jahren aber das so drin, dass er den HDR-Codec zwar erkennt und rausnehmen kann, aber man kann halt nicht mit HDR streamen. Ja? Aber er nimmt ihn raus, er filtert ihn weg oder er erkennt ihn gar nicht erst an oder ich weiß es nicht. Jedenfalls funktioniert das, dass wir ein schönes, sauberes Bild haben. Hier oben sieht es ein Stück, also hier sieht es ein Stück dunkler aus, unten sieht es ein Stück heller aus. Aber die Lichteffekte, seht ihr, die sind bei beiden Fenstern, also hier oben und da unten gleich. Das kann man dann alles noch mit Einstellungen machen. Weil, wie gesagt, ich habe hier bei der China Capture Karte die Standardeinstellung. Ja, macht ein schönes Bild, wirklich ein schönes, ein sehr schönes 1080p Bild. Wenn wir die Avamedia jetzt zum Beispiel begrenzen auf 1080p. Wo haben wir 1080? 1080p, okay. Die jetzt mal begrenzt auf 1080p. Da macht es vom Bild her jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt den 4K-Version nehme oder 1080p. Bei der China Capture Karte können wir halt nicht mehr nehmen. Ich mache das mal. Dann machen wir wieder 4K rein. Also die genaue Auflösung von 4K sind drei, also was ich jetzt hier habe, 3840 zu 2160. Ja, und da seht ihr das. Also wie gesagt, die China Capture Karte ist jetzt noch nicht eingestellt. Man muss noch den Farbraum einstellen und ein bisschen Kleinigkeiten machen, weil hier ist ein bisschen viel Rot drin. Das ist aber alles auf Standard. Das kann man alles noch vernünftig einstellen. Nochmal hier was. Können ja mal kurz. Hier, das ist sehr bunt. Das ist das neue von Sony. Das habe ich, also vom PlayStation, das habe ich gestern mit Soulflyer angezockt. Live im Stream. Wie gesagt, ich habe jetzt HDR aus, nur dass wir mal kurz reingucken können. Also sehr direkt. Auch ihr seht es ja, bei der Avamedia und bei der China Capture Karte sehr direkt. Kein Lecken, kein gar nichts. Ich sehe jetzt auch halt nur diesen kleinen Bildschirm. Dance with the devil. It's another electrifying capacity crowd here at the Las Vegas Die Avamedia ist jetzt natürlich hier besser eingestellt, weil ich meine Einstellung ja schon drinnen habe im Stream mit OBS. Die werden ja 1:1 so übernommen. Warte mal, das war hier mit dem Auto. Bank gears in your car, then drive into the tornado to collect those points. The more gears you bank, the better the score when you detonate. The team with the highest score wins. Nur mal so ein bisschen fahren, damit ihr seht, wie schnell das geht. In the field, we make our way next.
Looks like the opposition is first on the ja, ein bisschen mehr Grün ist halt drin, wie ihr seht. Aber wie gesagt, das ist halt noch nicht eingestellt. Detonation was sort of machen wir mal HDR an. Na gut, jetzt hat er gleich erkannt. Und wir können jetzt sofort werfen. Und da seht ihr schon die Unterschiede, dass es auf der Seite so ein bisschen milchig aussieht und unten immer noch ein klares, sauberes Bild zur Verfügung steht. On the board, but for the opposition. Ja, rumrennen. An der Geschwindigkeit ändert sich gar nichts. Ihr seht, es ist immer noch. Some alles big scores on the board, but help on the opposition. It'll be tough to bounce back from that. Wir haben hier keine Probleme mit irgendwelchen Lags oder irgendwas. Ooh, how are they still standing? Wego's breaker is ready, but looks like he isn't. He says good things come to those who wait. It's gonna take more than that to catch up with the opposition scores today. And with that, the opposition taking the lead. Wir können es wieder schließen. Dann machen wir wieder HDR aus. Oh, jetzt hat er doch gleichzeitig erkannt, da war ich schon zu schnell. Ich finde, ich mache euch das jetzt mal groß. Ich finde so ja, dass die China Capture Karte jetzt im, wenn er jetzt so groß macht, also sie macht ein schönes Bild. Ja, das ist jetzt die China Capture Karte. Man müsste jetzt natürlich die Farben noch ein bisschen einstellen. Und jetzt machen wir mal die Avamedia groß. Über die China-Karte setzen jetzt. So, da macht sich, da sieht man dann natürlich deutliche Unterschiede. Die Schrift ist jetzt hier nicht so verwaschen, also nicht so kantig. Ich werde euch das nochmal kurz etwas größer machen. Mit überlappend. So, wir machen mal jetzt noch die China-Capture-Karte auch noch mal ein bisschen was größer, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser erkennen könnt. Ich mach die jetzt mal gleich groß. Ich werde hier auch nichts schneiden, nicht, dass es heißt wieder, ich habe hier irgendwo was verändert oder so. Oder wir machen die mal ganz groß. Die China-Capture-Karte machen wir jetzt ganz groß. Und die Avamedia auch, dann könnt ihr das vielleicht am besten sehen. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt Benutzer seht und Netzwerk und so die Schrift, die sieht bei der Avamedia sehr, sehr gestochen scharf aus. Bei der China-Capture-Karte sieht sie leider
nicht ganz so scharf aus. Man kann natürlich mit Einstellungen noch ein bisschen was rausholen, aber man, Leute, ihr dürft nicht vergleichen, das ist auf der einen Seite eine Karte, eine Capture-Karte für unter 100 Euro und die Ava Media, die gibt es natürlich auch von Elgato mit 4K HDR, die sind bei 250 Euro. Ja, also das sind 150 Euro, über 150 Euro mehr. Das muss natürlich auch seinen Grund haben. Ja, aber ihr seht, kein Input-Lag, also es funktioniert sehr schnell. Die Ava Media ist halt direkt onboard, also an einem Grafikkartenslot angeschlossen und die China Capture-Karte über einen USB 3.0 Anschluss. So. Wenn wir jetzt hier... Was seht ihr denn bei den Schriftzügen? So, jetzt bei dem Weißen seht ihr Unterschiede. Bei dem Bunten nicht mal gerade so viel. Ein bisschen klarer sieht es aus bei der Ava Media. Aber sonst, also für den Preis, was die China Capture Karte kostet, ist das, was sie macht, sehr gut, muss man sagen. Das ist sehr gut. Man darf sie halt nicht mit einer Ava Media oder mit einer Elgato für 250 Euro vergleichen. Also da muss man dann natürlich Abstriche machen, das ist ganz klar. Aber ihr seht, wir haben es jetzt am PC getestet. HDR ist für die China Capture Karte immer noch ein Problem. Es hat halt nichts mit der Power vom PC oder vom Laptop zu tun. Das ist halt HDR. Ich habe es auch jetzt extra nochmal in Streamlabs OBS gemacht, weil viele haben mir gesagt, ja, vielleicht hat ja OBS da ein Problem mit HDR, also rausfiltern, und kann ja möglich sein. Und ihr seht ja, dass ich mit der Ava Media jetzt überhaupt keine Probleme habe. Und ich stelle nochmal um. So, mach nochmal HDR an. Ich will da nochmal ein bisschen was zu erklären, weil viele gefragt haben, warum habe ich denn jetzt im PlayStation 5 Menü schon dieses milchige Bild und nicht erst in Spielen, wenn HDR an ist. Das hat den Grund, weil hier schon HDR an ist im PlayStation Menü. Die PlayStation 5 ist im Gegensatz zu PlayStation 4 das Menü ein bisschen anders. Bei der PlayStation 4 Pro zum Beispiel haben wir dann ein 4K Menü. Das ist dann in 4K, klar. Aber das HDR wurde erst dazu geschalten, wenn das Spiel anging. Nehmen wir mal an, also wir hatten jetzt hier zum Beispiel ganz normal 4K-Menü. Und erst wenn wir hier zum Beispiel All-Stars gestartet haben, beim Starten hatten wir gleich am Anfang, dann hat der Monitor angezeigt, HDR ist an oder vielleicht auch erst im Menü oder so, muss man erst anschalten. Da war HDR erst an. Bei den Spielen, wo man kein HDR hatte, dann ist es ganz normal angelaufen und man ist einfach bei 4K geblieben. Das ist bei der PS5 jetzt komplett anders. Bei der PS5 ist es so, das ganze Menü ist 4K und HDR. Es hat jetzt halt den Vorteil, im Gegensatz zu früher, wo es dann umgesprungen ist, dass es da dann halt mit dem Originalaufnahmeprogramm zum Beispiel von der Ava Media Probleme gab, dass diese hin und her schalten. Jetzt ist HDR, jetzt kein HDR, dass es da manchmal so ein bisschen Probleme gab, dass man halt nicht vom Menü aus schon filmen konnte und ins Spiel reingehen konnte. Dann wurde das Bild ein bisschen verzerrt manchmal oder so. Das ist über die Jahre natürlich auch besser geworden. Und hier haben wir das halt jetzt nicht. Wir sind jetzt bei 4K HDR im Menü. Und sobald wir das Spiel starten, bleiben wir bei 4K HDR. Wir haben ja in der PlayStation die Grundeinstellung eingestellt, wie das jetzt sein soll. Weil wir haben ja jetzt bei der PS5 fast die gleichen Einstellungen wie bei der PS4. Oh, dass wir sagen können, die Standardeinstellung, wie HDR sein soll, wie das Licht sein soll, wie das Bild sein soll. Und das übernimmt praktisch jedes Spiel automatisch von der PS5 bzw. PS4. Ja, das ist ja das Gleiche. Aber hier haben wir halt noch zusätzlich, dass wir halt auch den Schwierigkeitsgrad ändern können. Sagen können, immer auf leicht oder immer schwer oder was weiß ich. Und da, wo bei der PS4 wurde halt übernommen im Spiel oder beim Starten des Spiels,
Und bei der PS5 ist es komplett so eingestellt und das Spiel richtet sich nach dem, was wir in der PlayStation haben. Wenn man das so will, man kann es auch auslassen. Ja, und ist, da seht ihr jetzt schon ja, die Unterschiede. Aber ihr seht, es reagiert ziemlich schnell. Also Schnelligkeit wirklich top. Im normalen 1080p ohne HDR auch top. Also wenn ihr jetzt nur eine PS3, PS4 habt, ist die Capture-Karte zu empfehlen. Sie kostet halt keine 250 Euro. Man kann sie problemlos anschließen. Man kann auch noch Downscaling machen und sowas alles. Man kann es halt begrenzen, was über den HDMI rausgegeben wird. Das ist alles kein Problem. Ich empfehle es aber direkt an der PlayStation einzustellen. Und wie gesagt, HDR definitiv auf auszulassen, weil sonst habt ihr so ein Bild. Mit HDR klappt das noch nicht. Vielleicht kommen nochmal China-Capture-Karten, die mit HDR besser umgehen können mit dem Codec, die halt sagen können, okay, wir geben das weiter oder wir geben die vielleicht geben sie die Informationen nicht richtig ab oder so, weil es über USB ist. Vielleicht hat es auch was mit dem NTSC-Codec, mit dem NV12-Codec zu tun, weil die Capture-Karte direkt am PC dran ist, also auf dem Grafikkartenslot. Ich weiß es nicht, da kenne ich mich halt zu wenig aus. Ich weiß nur, dass es funktioniert und halt, wie gesagt, es sind halt preislich. Ja? Unter 100 Euro, 250. So, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen helfen. Wir haben sie jetzt nochmal getestet. Also, an sich ist die hier drüben keine schlechte Karte. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, sie ist keine schlechte Karte. Die kommt aber halt nicht an eine 250-Euro-Karte ran. Und wenn ihr das denkt, da irrt ihr euch leider. Also das, definitiv kommt die an eine 250-Euro-Karte nicht ran. Die ist mehr als die Doppelte, kostet mehr als die Doppelte als die. Also von daher, nee. Nichtsdestotrotz macht es ein gutes Bild. Für Einsteiger auf jeden Fall zu empfehlen. Weil ihr habt wirklich, wenn ihr ohne HDR spielt, ein schönes, sauberes Bild. Ihr könnt dann halt, wenn ihr nicht aufnehmt, nicht streamt, könnt ihr dann auch natürlich HDR anschalten, weil dann ist ja egal, was am PC angezeigt wird. Das 4K-HDR-Bild wird super durchgeschleift. Das habe ich euch auch im Forum-Video schon gezeigt. Da habt ihr keine Abstriche. Also am Fernseher hatte ich 4K-HDR mit einem schönen Bild. Also da überhaupt keine Abstriche. Einzige ist halt dann über den USB, was zum PC geleitet wird. So, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mich jetzt auch mal interessieren, wäre so ein Einsteigermodell was für euch oder wo ihr 4K HDR habt, für euch, wenn ihr streamt halt 4K ohne HDR, für einen Stream halt 1080p, aber am Monitor hättet ihr dann halt 4K. Würde mich mal interessieren. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, hat euer Odin.